Weil ich hatte das Gefühl, ich habe relativ viel im Überblick, habe die kleinen Kinder betreut und den Damen den Weg gewiesen und den Herren und den Barmann unterhalten und hatte viele wichtige Aufgaben und war offen für alles. Und das nehme ich auch mit. Ich habe nur die Gelegenheit genutzt, zwei Sachen zu besuchen. Das eine ging um Herz öffnen, was, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema gerade für mich ist. Vielleicht für uns alle. Und die andere war das, keine Konzepte. Und das, die zwei Sachen darf ich mit nach Hause nehmen. Und ich, so genauso habe ich mich hier gefühlt. Ich nicht nur als Buchhändler, sondern als Freund, als Mitarbeiter, Helfer und auch als Buchhändler. Danke euch allen. Danke dir, Amir. Möchte ich nochmal den Cheat nach hier vorne bitten, weil der Cheat ist für mich ein ganz wichtiger Mensch und er ist ein unglaublicher Visionär. Er denkt so kühn, dass ich ihm manchmal kaum folgen kann. Denkt, Moment, alter Mann ist kein D-Zug. Und beim letzten Kongress war er nämlich nicht da am Schluss, weil er noch als Italiener seinen geliebten Ristretto trinken wollte. Kennt ihr Ristretto? Espresso ist ja schon stark, aber wenn man den kondensiert auf 1 Milliliter, dann hat man einen Ristretto. Die Seele des Kaffees in einem Tropfen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und also Cheat, es ist für mich unglaublich schön gewesen, dass ihr hier seid. Dadurch fühle ich mich total unterstützt. Und der Jeet ist so viel unterwegs in der Welt, der ist auf so vielen Veranstaltungen, so wie diese, der vernetzt die ganze Szene auf unglaubliche Art und Weise. Und das finde ich so wertvoll, diese Arbeit. Also als erstes, das Espresso, was ihr trinkt, ist eine Espresso-Schorle. Auf die Wassermenge kommt es an. Ja, zweitens für mich einfach auch meine Wertschätzung hier ist wirklich die Atmosphäre und das Feld, wonach ich seit Jahren erträume. Ne? Und das hast du erschaffen oder das habt ihr erschaffen, das haben wir erschaffen, das habt ihr erschaffen. Und war ich erstmal einfach auch ein bisschen sprachlos heute, weil ich gesehen habe, oh, wenn ich jetzt hier wirke oder das tun darf, was mein Auftrag ist, boah, es geht so schnell. Ne? Das heißt, diese Trennung, zwischen Hören oder Kunst geben und nehmen, ist aufgehoben hier. Und das ist für mich eine absolute Professionalität. Denn die neue Welt trennt nicht. Jeder, der hier auch hier die Wertschätzung, das Fragen. Jeder, der hier auf die Art, wie man dabei ist, kommt es, geschieht auch das oder geschieht es nicht. Und deswegen war ich erstmal oder bin ich immer noch sprachlos für das, was ich auch mit meinem Wirken heute gelernt habe. Ne? Beim Geben, Lernen, beim Geben. Und dann die Einladung, wirklich auf alle Ebene, dass wir jetzt, sage ich so, bestimmen, wie es weitergeht. Brauchst du nur einen Impuls zu geben? Das ist die Zeit. Das ist die Matrix, deswegen den Kongress. Wir können jetzt neu bestimmen. Und wir werden uns wundern, wenn wir diese kleinen Schritte machen, irgendeinem Impuls folgen, dass sich einiges verändert. Meine Vision ist, wir haben schon angefangen, in Leipzig, in Dresden, Berlin, in Italien, Inner Circle zu gründen. Inner Circle,
Inner Circle, innere Kreise. Wo? Ja, genau. Wo jeder in die eigene Weisheit ist und wir gründen neue Gemeinderäte, neue Landesräte, neue Parlamente, neue UNO. Ich nenne es aus der organismischen Sicht. Ich lade dazu ein, es gibt in Leipzig waren über 28 Organisationen, nicht mehr nach Netzwerke zu denken, sondern nach Organismen. Das heißt, wenn ich in ein Netzwerk gehe,